Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ätzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Ätzli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, John. Du auch, kleiner Vogel. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay, aber beeil dich. Commander, hier ist Cardinal Chu. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, Team Leader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Chu, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Cardinal 8, Feinde in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Mehr Helikopter.
Trinity macht Jagd auf sie. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern! Ah. Sie greifen von allen Seiten an! Jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor! Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Das Purpurfeuer qualmt. Suche deinen Spiegel. War das Unoratus Schicksal? Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. Schwachfälle.